Es wird Zeit, den letzten Boss im Spiel in Angriff zu nehmen. Der große Tiki macht Terror. Ja, dann wollen wir diesen Terror doch mal ein Ende setzen, indem wir dem großen Tiki ordentlich aufs Maul geben. Und ja, bevor der ganze Kampf startet, werden wir noch eine kleine Cutscene natürlich erleben. So wie wir das kennen. Da ist der riesige Tiki, er öffnet sein Maul. Da müssen wir irgendwie rein. Wir holen uns unseren Didi-Kumpel und dann geht es in ein Raketenfass. Jawohl. Die Macher haben sich gedacht, hey, wir haben die Raketenfassgeschichte, diese vertikale Geschichte nicht oft genug gemacht. Nur einmal in der Fabrik. Wir müssen sie unbedingt noch einmal benutzen. Also müssen wir das Ganze hier nochmal machen. Jedem das Seine, würde ich mal behaupten, nicht wahr? Dieser Abschnitt ist ein bisschen schwieriger als der Raketenabschnitt in der Fabrik. Aber, lange nicht so schwer wie die normalen Raketenlevel, die man so im Spiel antrifft. Schließlich geht es hier auch nur darum, ein bisschen das Tempo zu steuern. Und es fährt automatisch, das ist der Vorteil. Und man muss nicht irgendwie den A-Knopf drücken, um an Höhe zu gewinnen. So, jetzt sind wir wieder hier. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, um nicht in alles reinzufliegen, was hier so rum ist. Scheiße. Wie ich das gerade formulieren wollte, muss man hier ein bisschen aufpassen, aber ansonsten geht's eigentlich. Und dann ist man auch schon oben. Fliegt in den Tiki. Ja, Donkey freut sich. Und was passiert jetzt? Ja, ein bisschen eklig. Alle Tikis sind wieder da. Und er verschmilzt sie zu seinen Händen. Mit denen er versucht, uns zu zerquetschen, aber wir springen einfach auf sie drauf und fügen ihm so Schaden zu. Ja, das ist der große... Scheiße. Das ist die große Scheiße. Nein, das ist der große Tiki. Der macht Terror. Und ja. Er, versucht uns mit diversen Angriffen seiner Hände zu erwischen. Wenn er die Hände so mit dem Handrücken nach unten macht, dann haltet euch auf jeden Fall von ihm fern. Er hat nämlich manchmal ein Herz da drin und man ist verleitet drauf zu springen und sich das Herz zu holen, aber dann zerquetscht er euch. Also lasst es. Man kann seine Angriffe gut voraussehen, denn immer wenn er versucht zuzuschlagen, leuchtet eins seiner Juwele auf den Handrücken. Man kann das also ganz gut timen. Und ansonsten, wenn er diese Attacke macht, immer vom Rand rennen und auf die Hand springen. Dann kann einem nichts passieren. Hier einfach ducken. Man kann da zwar auch versuchen drauf zu springen, aber es klappt nicht immer. Und jetzt hat er versucht uns zu verarschen, aber das klappt auch nicht. Und damit sind die Hände schon mal weg und wir kämpfen jetzt gegen ihn höchstpersönlich. Und wir springen auf diesen großen Knopf, der ihm aus dem Kopf guckt. Und anschließend
müssen wir seinen Feuerangriffen ausweichen. Ups. Was? Oh, nicht so schwer, das wollte ich gerade sagen, aber ja, ein bisschen aufpassen muss man schon, aber man hat eine Menge Herzen als Ersatz sozusagen. Und jetzt kommt er wieder und macht das jetzt ein bisschen anders. Upsi. Wow, 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 das war knapp. Ach, Junge, mach doch mal was Neues. Obwohl, nee, so ist in Ordnung. Wenn du so weitermachst, dann habe ich es nur leichter, dich zu besiegen. So, jetzt müsste eigentlich... Ja! Treffer Nummer 2. Und was macht er jetzt? Ah, jetzt macht er diese Geschichte hier, wo die Vögel nach unten... Ich sehe da immer Vögel, aber es sind Tikis, brennende Tikis. Jetzt kommt er wieder hin. Was macht er jetzt? Jetzt macht er die Geschichte wieder. Okay. Und jetzt kommt hier wieder so eine Geschichte. Naja. Er hat halt nicht mehr viel drauf ohne seine Hände. Und das war's. Und da habt ihr es. Das war Donkey Kong Country Returns. Ja, was kann ich zu diesem Spiel noch sagen? Ich weiß, diesen Satz habe ich von Rainer Schauder geklaut, aber es trifft eigentlich zu. Was kann ich jetzt noch sagen? Nun, ich kann sagen, dass es ein sehr schönes, buntes Abenteuer ist, ein super Jump'n'Run und dass es viel Spaß macht und ihr solltet es tatsächlich alle selber mal spielen. Im Vergleich zu den anderen Donkey Kong Spielen hat es aber eine Menge Makel. Die sich natürlich ankreiden lassen. Zum einen wäre da die Tatsache, dass es nur Rambi als Tierfreund gibt und Sporks, der einem Puzzleteile sagt, aber das ist dann auch schon alles. Wo sind Winky, Espresso, Squitter, die Spinne, Rattly, die Schlange, wen haben wir noch? En Garde, der Fisch. Ja, En Garde ist sowieso, das ist perfekt, dass ich En Garde jetzt erwähne, denn das geht gleich zum nächsten Thema über. Unterwasserlevel. Es gibt keine Unterwasserlevel. Donkey Kong Country war dafür bekannt, die beste Unterwasserlevel-Steuerung zu haben, die es je gab, bis zu dem damaligen Zeitpunkt. Und sie waren so schön atmosphärisch, gab es hier nicht. Die Level sind hier meistens einfach nur von links nach rechts. Viele Donkey Kong Country Level und besonders in Donkey Kong Country 2 hatten auch mal Level, in denen es von unten nach oben ging oder von rechts nach links oder andersrum. Da gab es ganz viele Variationen, das gab es hier auch nicht. Was kann ich sonst noch sagen? Ja, die Titel der Level, der Welten sind ein bisschen einfallslos. Die Credits hier selbst, ja, die sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, bei den anderen Donkey Kong Country Spielen, bei den Original Donkey Kong Country Spielen, die Credits waren super. Die waren sehr lustig, da kamen alle Gegner nochmal durchs Bild. Und das war doch sehr lustig. Aber genug der negativen Dinge. Wenn mir jetzt gleich noch welche einfallen, dann werde ich sie natürlich noch nennen. Aber kommen wir nochmal zu den positiven Dingen. Also, es ist wirklich ein sehr spaßiges Abenteuer. Es ist ein sehr herausforderndes Abenteuer. Ja, es ist an manchen Teilen sehr, sehr schwierig. Was viele Spiele heute nicht mehr haben. Genau, ein negativer Punkt ist natürlich etwas, was Nintendo vor allem heutzutage sehr gerne macht. Diese blöde Hilfefunktion, wenn man ab und zu
wenn man öfter als, weiß ich nicht, 10-mal stirbt oder so, dann kann man sich diesen goldenen Affen da holen und der zeigt einem, wie man das Level spielt, als ob man geisteskrank, als ob man geistig nicht mehr auf der Höhe wäre. Man hat's halt nur nicht so drauf und kommt nicht durchs Level, weil man will's doch alleine versuchen und nicht den Computer das Level durchspielen lassen. Insofern, solche Hilfefunktionen kotzen mich an. Es gibt sie mittlerweile in jedem Zelda, es gibt sie in jedem Mario, es gibt sie in jedem Donkey Kong. Finde ich ein bisschen unnötig. Ansonsten, ja, was noch? Ja, während wir hier die Credits sehen, ich überlege, was ich so noch sagen kann. Ich hoffe, dass ein zweiter Teil geplant ist. Bis jetzt hat Retro Studios es ja dementiert. Aber Donkey Kong Country 2 war Donkey Kong Country 1 in vielen Dingen überlegen. Und ich hoffe, dass das, falls es einen Nachfolger von Donkey Kong Country Returns gibt, dass das auch in dem Fall so sein wird, dass viele Mankos ausgebessert werden. Und ja, jetzt habe ich genug gelabert, die Credits sind durch. Das war's, oder? Der goldene Tempel wurde enthüllt. Oh, oh, oh. Da wartet also noch etwas auf uns. Es war also doch noch nicht alles. Es ist doch noch nicht alles vorbei. Wir müssen uns noch den goldenen Tempel anschauen. Das machen wir allerdings dann beim nächsten Part. Also, wir sehen uns im goldenen Tempel.